tägliche Brot, das Leben schenkt und rettet, beten wir heute für alle, die wir jetzt in den Blick nehmen. Für die Menschen an den Stränden des Mittelmeers, wo in diesen Tagen so viele Flüchtlinge und Urlauber zusammentreffen. Für alle, die nicht wegschauen, sondern irgendwie versuchen, etwas Gutes zu tun. Für alle, die bei uns eine willkommene Kultur unterstützen. Gott, Vater im Himmel, für alle Menschen, die unter der Natur- und menschengemachten Katastrophen der letzten Tage leiden, für alle, denen die lange Trockenheit schadet und für die Menschen in Überschwemmungsgebieten weltweit, für die Opfer der Explosion in China, Gott, Vater im Himmel. Für alle, die sich in diesen Tagen über ein neugeborenes Kind freuen und für alle Mütter und Väter, die auf eine Geburt warten, Gott, Vater im Himmel. Beten wir für alle, die mit der Weisheit der Tradition und den Kräften der Natur andere Menschen behandeln und heilen können. Für alle, die dankbar sind für das Geschenk der Gesundheit. Gott, Vater im Himmel. Für alle unterwegs, in Urlaub oder beruflich. Für die Frauen und Männer, die im Tourismus arbeiten. Und für alle, die sich um Reisen bemühen. Gott, Vater im Himmel. Für alle, die gestorben sind, im Glauben, dass sie im Himmel aufgenommen werden. Für unsere Verwandten und Freunde und für die Toten, an die niemand denkt. Gott, Vater im Himmel. Sagt Gott dem Vater,